Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte auf dem Marsch. Wir werden auf Feld 3 Trikale aussehen und wir düngen aktuell noch vor. Dann das warten wir mal ab, bis der Dünger fertig ist. Da wir sind nicht in der Quelle gekommen, dann werden wir gleich uns darum kümmern, dass auf Feld Nummer 13 die Gülle rauskommt. Dazu fahren wir erstmal wieder zum unser BGH, dann können wir gleich mal schauen, was die Ballen so machen, ne? Ob die sich weiterentwickelt haben, obwohl die Zeit ja eigentlich nicht mehr läuft. Sollte sich nicht so viel getan haben. Feld 16 gehört mir nicht. Da wächst gerade was durch. Gut, sieht aus wie, keine Ahnung. An die Piraps. Aber wenn man egal sei. Wir haben das bestellt. Bestellt haben wir 1, die 1, 14, 15, 2, ja, 3 Muster und die 16 und die 13 auch. Das schaffen wir auch noch. Ich habe doch einen schnellen Takt nehmen sollen mit 60 km/h. Na gut. War ja vorne nicht frei. Wenn der Regen aufhört, können wir nämlich ein bisschen Gras machen. Aber dann sollte auch ein bisschen trocknen, ne? Dann ich wollte noch was testen. Trockenen Zustand. Da war auch ein bisschen die Silage in mir gewesen, alles weg. Das war aber schon letztes Mal weg. Wo wir auf Zies umgestellt haben. Wollt hier mal gucken. Was meine Ballen so sagen. Die sagen mal nichts. Gras. Immer noch Gras. Ja, Gras ist besser wie Mist, ne? Die BGA hat im Prinzip jetzt Gras bekommen. Aber gut. Müssen wir schauen, wie sich das auswirkt. Ob es auch Geld gibt für Gras. Lass uns überraschen, ne? So. Zeit drücken wir aber auch noch. Ja, fahren wir auf die 16 zurück und der ist fertig. Der ist fertig. Einsteigen. Den müssen wir mal platt schaffen, ne? Und wohl hat nichts. Gehen wir gleich hierbei. Bin mir urteil kalt. So, haben Berechnung. Lass mal 15 Meter. Weich ist gut. Entschuldigung. So, haben wir noch ein Stückchen hier gleich mit korrigiert. Was die erste war. Trikale verkaufen. So. Das ist ja auch ein Getreide, wenn wir das mal von der Hände reinkriegen, ne? Damit die Fruchtfolge ein bisschen optimieren. Sonst haben wir da ein
Naja, Probleme haben wir nicht. Wenn wir Gras extrahieren können, dann ist der nächste Ertrag ein paar Prozente weniger auch zu verkraften. Das ist dann auch nicht so schlimm. Ein bisschen expandieren direkt noch. Ein paar Felder dazu. Die 16 wäre nicht schlecht. Überhaupt hier die Felder in der Ecke hier oben. Oh nee, ich bin müde, gibt's ja gar nicht. Müssen wir eine Vorhersage schauen, wann er hinten aufhört. Normalerweise müsste er bald aufhören. Obwohl der Regen nicht schlecht ist, zur Aussaat, dann kann das gut wachsen, ne? Da gibt es keine Dürre, ne? Dann eine coole. Oh, haben wir nicht einen Acker. Das wäre schlecht. Hier gab es gerade FPS-Einbrüche. Kann auch sein, dass er den Shredder-Cage verlädt. Weil der war gelöscht. So, mal gleich aufmachen. Dass wir das wieder mit hinkriegen, das wird bestimmt noch 3-4 Mal fahren. Wenn nicht anders, machen wir einen Überführungskurs zum Klärwerk, aber ne, wir kaufen wir das Zeug. Wo ich eher der Meinung bin, dass man eher Geld für zahlen müsste, wenn man was entsorgen will. Auch mal die Brühe hier rauf. Dann haben wir die erste Runde geschafft, ne? Fast, ne? Um die Ecke rum noch. Wahnsinn. Wieso macht er nur 17 km/h? Da kann es nicht sein, also gut genug. So. Muss ja nicht so genau sein. Wieder fast leer. So, eine Runde. So, das ist irgendwie ungünstig. Und wir sparen, ausmachen. Aber das glänzt schön, ne? Aber das Glas kann ich nicht rauchen. Das ist schon mal verdorben, kann man sagen. Fuselage wird es aber gehen. Für BGH. Oder nicht mehr. Ich muss mal eine Konsole einstellen hier. Das wäre einfacher. Aber daran denke ich mal nicht dran. Gleich wieder leer.
bestimmt noch zweimal fahren, vielleicht sogar dreimal. Habe ich auch nicht gerade den schnellsten Traktor. Und Retour. Ja, nach Hochrechnung, also ein halbes Jahr, brauchen noch die Kühe noch, dann kriegen die ersten Kälber. Lass mal kurz nachdenken, jetzt haben wir Ende, ja, Sommer, Herbst oder Winter. Dann müsste im ersten oder zweiten Tag im Winter die Kälber kommen. Und dann überlege ich mir schon noch, ob ich dann noch einen zweiten Stall zulege. Damit ich da, wenn das eine Männchen sind, als Mastrinder nehme. Die Variante überlege ich mir noch. Ja, Wachstum geht auch nicht weiter. Ja, auf 1 dauert lange. Wettervorhersage. Heute haben wir aktuell wieder Regen. Heute 15 Uhr, 18 Uhr. Müsste auch nicht aufhören. Ja, ich sehe schon. Da ist ein kleines Fenster, wo trocken ist und dann kommt wieder Regen. Ach du dicke Neune. Dann brauchen wir kein Heu machen. Die Frage stellt sich gerade erst. Es gibt keinen Reis. Das heißt, wenn man im Sommer mit Gras dann Sommer mähen. Wollte aber eigentlich noch was aussehen auf dem Graswiesen, auf den Wiesen. Eigentlich wollte ich das. Damit es da entsprechend was vorwärts geht. Heute noch nicht. Ja, zwei Fuhren sind garantiert noch. Da muss ich mir überlegen. Führung, einen Kurs einfahren, aber gut. Müssen wir noch einen Kursplay machen lassen. Warum ist er wieder hier? 27 Grad. Ja, man merkt, wenn er voll ist, der Traktor vorne schwimmt.
Also hier ist irgendwas, was ihn im Prinzip wieder auf den Takt bringt. Na, die Gebäude sicherlich. Da sind wir wieder. So, hinten auf. Muss man ja schauen, ob der andere fertig ist. Dann können wir gleich hier die nächste Aktion starten. Dann müssen wir schauen, ob wir am besten reinflampen. Hoffe, die Musik gut zu hören. Ich muss mal wieder mal sagen, dass es hier tontechnisch etwas anders ist wie auf der Touring-Karte. Etwas. So, machen wir euch hier aus. Denn das Ding wäre für das kleine Feldbau zu groß. Crossplay. Aber das wäre eine Option, ne? Selbst abholen und dann ausbreiten. Aber das muss man halt das große Feld nehmen, ne? 16 wäre ideal. Mit einem schnellen Traktor vorne dran. Ne? Mit dem Gras würde ich warten mähen, dann sehen wir halt mal nichts aus, geht auch, oder wieder Gras, Gras geht ja nicht immer. Ist ein bisschen heftig, ne? Man muss viel fahren. Dann müssen wir die anderen Felder nehmen. Da können wir einen Düngerstreuer holen. Ja, der gleiche Effekt. Dass wir die Felder 3 und die 2 nehmen. Das ist klüger. Überhaupt weit fahren. So. Den hatten wir doch schon. Machen wir anders. Gehen wir direkt hin. Nehmen wir Dünger, ne? Geht alle Felder rein. Gut ist. Wir hätten doch Reis nehmen sollen, ne? Bei dem Regen. Ah, da steht noch ein Anhänger mit Silageballen. Grasballen. Hier eine dusselige Fliege hier, so gar nicht.
Hat er nicht ein neues Feld gekauft? 12 oder so? Da brauchst du so einen LAN immer so lange. Ist doch gar nicht. Nee, doch nicht. Ich dachte schon, das wäre auch dann stressig geworden. Da sind wir. Grabe ich noch ein bisschen Dünger rein. Und dann ist fast die Folge zu Ende. Wenn wir gleich den anderen herholen, den Sämaschine. Beziehungsweise werden wir den wegfahren. Können ein bisschen laufen, ne? Grundlos hat ein kluger Einfall. Nur 13 ein bisschen weit weg für diese Aktion. Da ist es, glaube ich, günstiger neben Feld 3 und 2. Der Regen nervt, ne? Hört ihr nicht auch? Muss den Hahn abdrehen hier. Schauen wir mal durchkommen, ne? Ja, gerade so. Wie gesagt. Obwohl er ja nicht mehr so voll ist. Fährt sich schwammig, ist da vorne so leicht. Mal Allrad, ist ja nicht ganz optimal. So. Was besser ist, die andere Frage. So, den mal sehen. Ups. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Würde mich freuen über ein Like oder ein Abo. Ich sage schon mal danke auch dafür. Dann sei mir tschüssi und winke winke. Fleißig sehen wir uns morgen wieder. Ciao.